Martini 2013. Zum 64. Mal feierte die Stadt Salzkotten das Martini-Fest. Nach einer Messe in der Stadtkirche setzte sich der Fackelzug mit St. Martin auf dem Pferd in Bewegung. Ziel ist der Platz vor dem Ehrenmal. Hier wird traditionell das Martinspiel nachgespielt. Hören wir mal rein. Ich darf euch gemeinsam mit euren Eltern, euren Großeltern, mit euren Freundinnen und Freunden herzlich hier am Ehrenmal zur Mantelteilung begrüßen. Wir haben gerade in der Kirche St. Marien einen schönen Kindergottesdienst erleben dürfen. Herzlichen Dank, Frau Breische, und auch den Kindern, die mitgewirkt haben. Euch allen vielen herzlichen Dank. Ihr habt das wunderschön gemacht. Einen Moment. Ich muss wissen, was mit dem Bettler ist. Du mit deinem guten Herzen, du kümmerst dich um alles und jeden, auch bei uns Soldaten. Für jeden hast du Zeit und immer ein offenes Ohr und eine helfende Hand. Deshalb mögen wir dich auch alle. Du bist ein Guter, aber jetzt ist es genug. Ich kann nicht einfach vorbeigehen. Ich muss etwas tun. Wenn niemand etwas tut, wird dieser Mann den neuen Tag nicht mehr erleben. Es ist so bitter kalt. Er wird erfrieren. Was willst du ihm denn geben? Unsere Taschen sind leer. Wir haben nichts mehr. Unser Proviant für heute ist aufgebraucht. Kein bisschen Brot und kein Schluck Wasser haben wir mehr. Nur noch unsere Waffen sind da. Die helfen dem Bettler nicht weiter. Helft mir doch in meiner Not. Wartet hier. Ich bin gleich wieder da. Ich habe nichts. Nur meinen dicken Mantel. Den teile ich mit dir. Der wird dich wärmen. Anschließend hatte der Bürgermeister Michael Dreyer Gäste aus Politik, Wirtschaft, Vereine und Verbände zur offiziellen Eröffnung ins Rathaus eingeladen und begrüßte sie dort. Aber zuvor hören wir erst einmal einen musikalischen Beitrag von Karin und Theresia Henkemeyer. Yeah.
darf Sie, ich darf euch alle gemeinsam zu unserem Empfang, zu dem Auftakt des Martini-Festes 2013 hier im Rathaus im Namen der Stadt Salzgitter herzlich begrüßen. Zuerst einmal wollen wir natürlich Karin Henkemeyer gemeinsam mit ihrer Tochter Theresa herzlich danken für diesen schönen musikalischen Auftakt. Ich darf euch gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Salzgottener Verkehrsvereins, lieber Rudi Liegemeyer, gemeinsam mit dir und natürlich auch mit dem Ausschussleiter unseres Martini-Festes, Rüdiger Söte, herzlich willkommen heißen. Und ich darf natürlich auch hier den Geschäftsführer Hartmut Rotzmeier mit nennen. Ich denke, wir dürfen sagen, dass wir Gott sei Dank bei bestem Wetter, und es war gestern ganz anders prognostiziert, starten dürfen. Das ist eine gute Tradition bei uns in Salzgitter, dass wir immer wieder Menschen Danke sagen, die sich für unsere Stadt engagiert haben. Und insofern freut es mich, dass wir die Ehrenringträger hier heute begrüßen dürfen. Helmut Steines, Hermann Voss, Gerd Eickel, Norbert Stoll und Träger der Ehrennadel der Stadt Salzgitter, Karl-Heinz Behrensmeier, Heinz-Josef Hupe, Bernhard Franzander und Brigitte Lobner und den Träger des Ehrentellers der Stadt Salzgitter, Heinz Sonntag. Schön, dass ihr heute hier da seid. Herzlich willkommen. Dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben. Sie können sich sicher sein, alle Kommunen hier im Kreis Paderborn und ich weiß auch sogar in Lippstadt, lieber Franz, ihr sprecht auch in Kürze sogar über eine Resolution bei euch, die uns gestern mitgeteilt wurde, wo wir uns dafür einsetzen, dass der Flughafen weiterhin die Wirtschaftskraft auch, was die LEP-Geschichte angeht, sein muss. Und seien Sie sich sicher, Sie bekommen unsere gesamte Unterstützung. Nochmal herzlich willkommen. Wir laden in jedem Jahr Vereine aus unserem gesamten Stadtgebiet ein. Und ich darf in diesem Jahr die Mitglieder der Fördervereine und Vereine der betreuten Schulen aus unserem Stadtgebiet, die heute stellvertretend für das Vereinsleben bei uns zu Gast sind. Jedes Jahr laden wir andere Institutionen ein. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Herzlich willkommen und hier auch ganz herzlichen Dank dafür, für die wirklich tolle ehrenamtliche Arbeit. Dankeschön. Wir haben eine schöne Ausstellung im Ackerbürgerhaus, die gestern Abend eröffnet wurde. Liebe Frau Stücken, Frau Renate Stücken ist heute Abend hier. Ich darf Sie gemeinsam mit Ihrem Mann Wolfgang herzlich willkommen heißen. Die Frau Backer ist heute Abend schon nach Hause gefahren, aber ich hoffe, ihr habt heute schon viel Besuch auch im Ackerbürgerhaus gehabt. Es ist eine wunderbare Ausstellung. Sie müssen sich wirklich unbedingt alle angucken, denn das ist was Besonderes. Morgen ist die große Ausstellung des Rasse-Geflügelzuchtvereins. Morgen wird das Salzmuseum eröffnet. Also es wird morgen und übermorgen viel los sein. Und wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag. Und am Sonntagabend werden dann wieder die Gänse verlost. Ich möchte ganz zum Schluss, und ich denke, das erwarten Sie so ein Stück weit auch, zwei, drei Sätze in eigener Sache sagen. Wie Sie wissen, und gelesen haben, hat mich in der letzten Woche am Dienstagabend der Stadtverbandsvorstand in Paderborn einstimmig zum Kandidaten, der für die Mitgliedschaft in Paderborn am 3. Dezember vorgeschlagen werden soll, nominiert. Und ich möchte hier natürlich das Thema ganz kurz auch ansprechen. Ich bin im Sommer angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könne, für die Stadt Paderborn als Bürgermeister zu kandidieren. Ich habe mir das wirklich, und meine Frau Beate steht ganz hinten mit, wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Wir sind im Urlaub angerufen worden, hatten da viel Gelegenheit, darüber nachzudenken. Und wir haben uns anschließend, habe ich mich gemeinsam mit der Familie entschlossen, mich für das Bürgermeisteramt in Paderborn zu bewerben. Ich möchte hier heute nochmal sehr deutlich zum Ausdruck bringen, dass mir die Arbeit hier in Salzgitter unendlich viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, dass wir da sagen dürfen, dass wir alle gemeinsam
unendlich viel, und das möchte ich dick unterstreichen, erreicht haben. Gemeinsam mit Rat und Verwaltung, und ich habe das am Montagabend auch im Rat gesagt, wichtig ist mir hierbei zu sagen, mit allen Fraktionen gemeinsam, ich denke, eine ganze Menge hinbekommen haben, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen hier bei uns im Rathaus eine Menge hinbekommen haben. Und all das haben wir nur hinbekommen, und das ist hier heute der große Kreis der ehrenamtlich Tätigen in unserer Stadt, weil wir hier in Salzgitter so toll zusammenarbeiten. Weil die Vereine, weil die Verbände überall dabei sind, weil die Unternehmen dabei sind und wir immer wieder ein offenes Ohr haben. Und ich muss einfach sagen, mir hat diese Arbeit unendlich viel Spaß gemacht. Ich möchte auch im Namen meiner Familie mich da herzlich dafür bedanken. Wir haben uns dann aber, ich habe mich dann dazu entschieden, in Paderborn, wie man so schön sagt, meinen Hut in den Ring zu werfen. Ich sehe in Paderborn einfach eine riesen Herausforderung für mich. Sie wissen alle, Paderborn ist eine Großstadt, ist ein Oberzentrum, ist aus meiner Sicht sicher ein Drehkreuz in Ostwestfalen und auch in Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir weiter die Region voranbringen, dass wir weiter gemeinsam mit allen Städten und Gemeinden, und darum glaube ich, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren, gemeinsam mit allen Städten und Gemeinden uns dafür einsetzen, dass wir noch näher zusammenrücken, dass wir die Themen, die vor uns stehen, gemeinsam anpacken. Und darum habe ich mich entschlossen, falls die CDU mich in Paderborn möchte, für das Amt zu kandidieren, um mich dann am 25. Mai im nächsten Jahr der Kommunalwahl in Paderborn zu stellen. Es war mir einfach wichtig, hier an dieser Stelle zu sagen, aber ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch jetzt ein richtig schönes Martini-Fest. Genießt den Abend, genießt die nächsten Tage. Ich habe jetzt sicher den einen oder anderen noch vergessen. Ich sehe unsere Mondkicker, alle, die hier ehrenamtlich aktiv sind. Ich möchte das Tudorfer Kabelfernsehen noch begrüßen, unser Selzerfenster, all die, die hier sind. Wir sind ein tolles Team. Herzlichen Dank dafür. Jetzt kriege ich noch ein Zeichen. Machen wir gleich. Kriege ich noch ein Zeichen, aber ich denke, das kriegen wir gleich hin. Nochmal schön, dass ihr alle hier seid. Herzlich willkommen, und ich darf jetzt das Wort an Rudi Niggemeier übergeben. Liebe Mitglieder und Förderer des Verkehrsvereins, sehr geehrte Ehrengäste. Den herzlichen Grüßen vom Bürgermeister Michael Dreyer schließe ich mich gern im Namen des Verkehrsvereins an und begrüße Sie hier in diesem wieder mal so schön und stimmungsvoll hergerichteten Rathaussaal. Besonders freut mich heute Abend, dass neben den vielen Ehrengästen auch meine Kollegen aus den Verkehrsvereinen von Büren und von Gesekiel hier bei uns sind. Das freut mich sehr. Wir eröffnen heute den 64. Martinschlag. Bei dieser Zahl kommt man schnell darauf, dass im nächsten Jahr die 65 Jahre erreicht sind. Also ein durchaus glückliches Rentenalter. Aber meine Damen und Herren, unser Martini-Markt ist weit davon entfernt. Auf der Grundlage der langen Tradition und der hohen Beliebtheit weit über unsere Stadtgrenzen hinaus ist und bleibt unser Martini eines unserer besten Stadtfeste, und es ist auch für Salzgitter immer wieder ein Höhepunkt. Verehrte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß, normalerweise gibt es wenig Grußworte bei einem solchen Anlass, aber aufgrund einer ganz bestimmten Situation habe ich einfach auch mal darum gebeten.
Sie feiern jedes Jahr den Martini-Markt, jetzt schon bald zum 64. Mal jetzt. Das hat eine ganz lange Tradition. Das hat mit diesem Fest zu tun, mit dem Martini-Fest. Und da hat es jetzt ja eine politische Gruppierung gegeben, die meint, ein solches Martini-Fest, ein St. Martins-Fest, das müsste es nicht mehr geben. Und ich denke, an einem solchen Tag muss man auch mal einen deutlichen Kontrapunkt setzen. Mich treibt es jedenfalls. Denn das mit St. Martin ist ja nicht nur eine Tradition. Das hat ja einen tiefen christlichen Kern. Das ist nicht nur Teil unserer Kultur, das ist auch Teil unserer christlichen Tradition und auf dem baut unser Grundgesetz auf. Auf diesem Prinzip der Solidarität. Und wenn der Bürgermeister zu Recht an Ehrenamtlichen hier gedankt hat, so sind das ja alles Leute, die Zeit geteilt haben, ihre Zeit mit anderen, um für andere etwas zu tun. Und wie kann man deutlicher schon Kindern klar machen, es hat ja die Messe gegeben, es hat den Zug gegeben, in allen Orten unseres Kreises gibt es irgendwie eine St. Martins-Tradition. Wie kann man es den Kindern deutlicher machen, worauf die Stabilität einer Gesellschaft aufbaut, wenn nicht auf dem Teilen und wenn nicht auf unserer christlichen Tradition? Und ich meine, an diesem Tag sollte das einfach mal deutlich gesagt werden. Bravo! Mit dem traditionellen Fassanstich ist das 64. Martini-Fest offiziell eröffnet. Sehr schön.